Nächste Woche, da geht es richtig rund. Fast alle der großen Tech-Unternehmen aus den USA werden ihre Zahlen vorlegen. Und die Frage ist, wird das vielleicht auch ein bisschen unschön, nachdem ja Tesla gestern so massiv abgestürzt ist, die Aktie gut 12% im Minus. Dann hatten wir gestern Intel nachbörslich 10% im Minus, nachdem die Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf vor allem die Anleger enttäuscht hat. Jene Intel, die der deutsche Staat ja extrem subventioniert, damit er hier in Deutschland seine Chipfabrik baut. Also die Bundesregierung scheint mal wieder komplett auf das richtige Pferd zu setzen. However, wir wollen uns die Dinge mal anschauen, die Gemengelage mal anschauen vor den heutigen PCE-Verbraucherpreisen, die wahrscheinlich das wichtigste Event werden. Aber gucken wir hier mal auf good old Tesla, minus 12%. Und das, obwohl der S&P 500 gestern das fünfte Allzeithoch Schlusskursniveau seit oder fünfmal jetzt hintereinander auf Schlusskursbasis ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber Tesla hat dann die Magnificent Seven so ein bisschen nach unten gedrückt, sodass Jim Cramer sagt, ja, also die sind gar nicht mehr so magnificent. Jetzt haben wir nur noch die Magnificent 6. Damit hat er mich natürlich nachgemacht. Ich hatte schon vor einigen Tagen im Markeflüster getitelt, tschüss Tesla, bald nur noch Magnificent 6. However, hier nochmal dieser Absturz von Intel. Die Zahlen waren eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, aber die Prognose war deutlich unter dem, was man erwartet hat. Und die Aktie dann eine gute 10% eingebrochen. Und hier sehen wir nochmal, was nächste Woche auf uns zukommt. Am Dienstag Microsoft, Alphabet, aber auch sehr wichtig AMD, denn das ist auch so ein KI-Hype. Und die Frage stellt sich aus meiner Sicht, noch vor kurzem war ja die Religionsgemeinschaft Tesla völlig davon überzeugt, dass Tesla die Firma ist schlechthin, die alle anderen an die Wand drücken wird. Jetzt sieht man, dass Tesla möglicherweise von anderen an die Wand gedrückt wird. Und die Frage ist eben, ob das bei KI und Nvidia und Ähnlichen auch so passieren wird, dass also dieser Hype mit extremen Bewertungen nicht dauerhaft ist. Werden wir sehen. Daher die AMD-Zahlen auch sehr wichtig. Dann am Donnerstag Apple, Amazon und Meta. Also da ist eine Menge geboten. Meta übrigens sehen wir, dass Zuckerberg, der Meta-Chef, jetzt in letzter Zeit immer mehr Aktien verkauft hat im Wert von einer halben Milliarde Dollar. Und das ist dann schon mal sportlich. Wir sehen gleichzeitig, Puts sind übrigens derzeit sehr, sehr günstig. Eben weil viele sagen, kann ja nur nach oben gehen, kann nur in eine Richtung gehen, so wie Elon Musk das selber glaubte im Jahr 2011. Da hat er in einem Interview mit Bloomberg gesagt, nachdem er gefragt wurde, ja, ist denn BYD, dieser chinesische Konzern, ist das eine Gefahr? Da ist ein lautes Lachen ausgebrochen. Jetzt lacht er nicht mehr, nachdem BYD auch im Elektrobereich eben Tesla überholt hat. Und kürzlich ja, vorgestern war es, glaube ich, Musk mit der Aussage, chinesische Autofirmen sind die wettbewerbsfähigsten in der Welt, wenn keine Hürden errichtet werden, ergo Zölle, dann werden sie so ziemlich jedes andere Autounternehmen in der Welt kaputt machen. Sie sind extrem gut, also so schnell ändern sich die Dinge. Vielleicht werden wir das irgendwann über Nvidia auch sagen. However, schauen wir mal an, wer gestern Tesla-Aktien massiv gekauft hat. Meine zweitbeste Freundin, Cathie Wood, gleich mal 177.000 Aktien. Ohnehin hat ja die gute Cathie Tesla als zweitgrößte Position in ihrem Depot nach Coinbase. Coinbase ist zuletzt auch nicht so toll gelaufen. Also das wird ein bisschen wehgetan haben, der Cathie, dass der Kurs gestern 12% abgestürzt ist. Und so typisch, so ein bisschen Großsprech und Hybris im Bereich Tech, PayPal, da hatte der CEO Alex Chris der Welt versprochen, sie zu schockieren mit den Zahlen, mit den Aussagen. Und hier sagt Christian Röhl in Zitat des römischen Dichters Horaz, es kreisen die Berge, zur Welt kommt aber nur ein lächerliches Mäuschen. Ja, das ist gestern schon auffällig gewesen. However, gehen wir nochmal zurück zu dieser ganzen KI-Euphorie, die aus meiner Sicht so eine Art Nachfolgestory ist, der Tesla-Euphorie. Auch hier eine Religionsgemeinschaft, nur ist diese Religionsgemeinschaft noch sehr, sehr breit. Wer aber verdient denn eigentlich Geld? Hier mal ein Twitter-Kommentar. Zum Beispiel, der hier zeigte, dass solche Firmen wie Intel, solche Firmen wie Texas Instruments, die wirklich
breit gefächerte Chips herstellen, die dann letztendlich auch für KI natürlich eingesetzt werden. Sie alle verlieren im Grunde Geld mit dieser Chipproduktion. Nur wundersamerweise ist Nvidia hier der ganz heiße Scheiß. Die scheinen sich komplett diesem Trend, den wir sehen, auch TSMC, ja nicht so wirklich mit tollen Zahlen, jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, aber die haben rückläufige Umsätze, so wie Intel, so wie Texas Instruments. Also wo ist da sozusagen der Business Case? Natürlich Nvidia, mal sehen, was da an Zahlen geliefert wird, das wird noch ein bisschen dauern, aber alle anderen bis auf Nvidia verlieren letztendlich Geld mit der Produktion von Chips oder steigern zumindest ihre Umsätze nicht mehr. Hier sehen wir mal diese Parallele zwischen Nvidia und Cisco zwischen 1998 und 2000. Damals waren ja so Netzwerke der ganz heiße Scheiß. Cisco gehört die Zukunft, bla bla. Da gab es überhaupt keinen Zweifel dran, bis dieser Zweifel dann groß wurde. Cisco gibt es immer noch, spielen aber faktisch keine große Rolle mehr. Bin gespannt, wie das mit Nvidia weitergehen wird insgesamt. Ja, und das macht diese Zahlen nächste Woche so extrem wichtig. Die 10 Top Market Weighted Stocks, die ja praktisch fast alle aus dem Tech-Bereich sind, machen jetzt 35% des S&P 500 aus. Der Tech-Sektor alleine jetzt gut 30%, das heißt ein Drittel all dessen, was zum Beispiel in ETFs geht, in Index-ETFs geht, dann eben letztendlich auch in diesen Sektor. Und so haben wir jetzt ein Klumpenrisiko, alle im selben Boot, Hedgefonds, ETF-Anleger, weil kann ja nur so weitergehen. Und deswegen nächste Woche eben sehr wichtig. Kommen wir nochmal zurück auf das, was gestern passiert ist, nämlich die Wirtschaftszahlen aus den USA. Das BIP ja sehr, sehr viel besser. Hurra, Soft Landing Narrativ bestätigt, wirklich. Schauen wir uns mal an, wie teuer das erkauft wurde. Das Wachstum war nämlich geringer als das, was an Defizit hinzugekommen ist. Und deutlich geringer als das, was an Schulden dazugekommen ist. Man könnte also sagen, um einen Dollar Wachstum zu erzeugen, muss man schon ein Budgetdefizit von 1,55 Dollar machen. Also das ist gigantisch und insgesamt neue Schulden für einen Dollar Wachstum von 2,50 Dollar. Das ist ungesund, das wird auf Dauer nicht so funktionieren, denn es hat Konsequenzen, es ist teuer. Wer auf Pump lebt, der muss Zinsen zahlen. Die USA jetzt ja über 1 Billion, könnte sich so, wenn das weitergehen würde, bis 2030 nochmal verdreifachen. Das wird auf Dauer nicht gehen. Jetzt schon Zinszahlungen höher als der Verteidigungshaushalt der USA. Also müssen eigentlich die Zinsen runter. Dazu aber muss auch die Inflation runter. Aber die Dinge, so wie sie laufen, sorgen für neue Nachfrage. Und daher eben wichtig, ob die Zinsen wirklich so schnell sinken, wie von den Märkten eingepreist und erhofft. Heute wichtig, 14:30 Uhr, die PCE-Preise, Verbraucherpreise aus den USA. Dezember ist natürlich jetzt echt schon lange her. Jetzt haben wir schon fast Ende Januar erwartet. Zum Vormonat ein Anstieg von 0,2%, sowohl Headline als auch Kernrate. Und zum Vorjahresmonat 2,6% und 3,0% Kernrate. Hier sehen wir mal diese rückläufige PCE-Geschichte. PCE, Personal Consumption Expenditure, versuchte zu bemessen, wie sich das Konsumentenverhalten ändert. Also wenn Leute mehr jetzt solche Produktkategorien kaufen, dann wird die höher gewichtet, weil eben hier die Nachfrage nach dieser Produktkategorie wie Schweinefleisch statt Rindfleisch oder Hähnchenfleisch, keine Ahnung, eben steigt. Für die Fed ist das ein sehr wichtiger Punkt. Sie achtet vor allem auf die Kernrate eben bei den PCE-Daten. Apropos USA, hier gibt es jetzt wirklich eine sehr interessante Entwicklung. Texas hat ja mit eigenen Truppen seine Grenze versucht dicht zu machen und praktisch die Staaten, die Soldaten des Bundes, also der Regierung, faktisch des Platzes verwiesen. Jetzt hat Biden ein Ultimatum gegeben, bis heute müsse sich das ändern und jetzt erklären sich immer mehr Staaten, nämlich 25 Bundesstaaten in den USA, solidarisch mit Texas, die eben versuchen, den Influx von Migranten zu stoppen. Das ist derzeit ein Riesending in den USA, bestimmt die innenpolitische Diskussion. Kommen wir auch nochmal zu dem Verhältnis zu China.
Hier treffen sich jetzt USA und das chinesische Offizielle in Thailand. Immerhin, man spricht mal wieder miteinander. Wir sehen, dass China jetzt weitere Stimulusmaßnahmen, wenngleich targeted, also zielgerichtete Stimulusmaßnahmen ankündigt. Asiatische Aktienmärkte nach 6 Tagen in Gewinnen leicht im Minus. Heute aber eine sehr wichtige Geschichte. Sullivan, der Sicherheitsberater der Regierung, ist jetzt losgeschickt worden und mit dem Auftrag bringen die Chinesen dazu, dass sie Iran dass der Iran den Houthis keine Waffen mehr liefert. Also die Chinesen sollen Druck auf den Iran ausüben, damit die keine Waffen mehr an die Houthis liefern. Und das scheint der Fall gewesen zu sein oder erfolgreich gewesen zu sein, so berichtet Reuters, dass chinesische Offizielle den Iran gebeten haben, hier diese Waffenlieferung einzustellen oder man riskiert einen Schaden in den wirtschaftlichen Beziehungen und der Iran ohne China hätte ein Riesenproblem aufgrund des Embargos ja der USA. Kommen wir nach Europe, meine Damen und Herren. Kasachs von der EZB heute nochmal frische Aussagen nach der gestrigen Sitzung. Ja, also es wäre ein Riesenmistake, der schlimmste Fehler, den wir machen könnten, wenn wir zu früh die Zinsen senken. Gestern ja die Märkte mit dem Stinkefinger gegenüber der EZB, die gesagt hat, boah, Zinsen bleiben erstmal mindestens bis Sommer. Die Märkte sagen, nein, bleiben sie nicht, weil vor allem die Wirtschaft in Deutschland und in Frankreich sehr schwach ist. Wir bekommen heute weitere Bestätigungen dieser Schwäche. Stimmung in der Exportindustrie hat sich weiter eingetrübt. Wir haben einen schlechteren IFO-Index gestern, wir haben schlechtere Einkaufsmanager-Indizes gehabt, jetzt weiter die Stimmung verschlechtert. In der Exportindustrie, GfK-Konsumklima, deutlich schlechter als erwartet. Jetzt auch wieder Bauernproteste. Ohne uns bekommt ihr Ricarda nie satt. Da musst du wahrscheinlich sehr viele Bauern haben, damit du die Ricarda satt bekommst, würde ich ja mal vermuten. Und jetzt die neue Meldung, der Ampel droht jetzt auch 2025 ein großes Haushaltsloch bis zu 20 Milliarden Euro. Und man hat ja ein paar Ausgaben vor sich für die Energiewende, 1,11 Billionchen, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wie die Dinge sich entwickeln. Gleichzeitig hat man also gewisse Löcher im Haushalt. Wie soll das funktionieren? Dann Aussage heute von Habeck im ZDF. Wir werden uns bald einigen in der Kraftwerkstrategie. Das ist ja die zentrale Komponente der Energiewende. Also wenn Dunkelflaute, kein Wind, keine Sonne, dann hast du Gaskraftwerke, die dann einspringen, die dann möglichst bald auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden sollen. Problem, kein Betreiber möchte solche Kraftwerke bauen, die nur in manchen Fällen einspringen. Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar, wirtschaftlich nicht rentabel. Also muss da sehr viel Geld reinfließen, Geld, das die Bundesregierung nicht hat. Warum Habeck sich dann hier hinstellt und sagt, wir werden uns bald einigen? Wer bezahlt diese Rechnung? Das ist das große Dilemma an der ganzen Geschichte. Vielleicht hat die Frau Baerbock hier ein parodistischer Twitter-Kommentar. Die Baerbock war wieder fleißig, Regenbogenfahrradwege in Kenia, man hat Sonnenstudios für Frauen in Eritrea errichtet, Wanderwege für queere NomadInnen im Sudan und Trans-WCs für GenerälInnen im Niger. Wie gesagt, parodistisch, aber es gibt ja den viel zitierten Radwege in Peru. Aber was kaum thematisiert wird, ist, dass wir Geld in die Schweiz schicken, dass wir Geld in die USA überweisen für Klimaprojekte. Die Amerikaner tun alles andere, also uns Geld zu überweisen für unsere Klimapolitik. Also es ist schon ziemlich absurd, was hier passiert. Und da ist wirklich jetzt angezeigt, eigentlich das Geld beisammen zu halten und nicht irgendwelche Projekte zu fördern, die eigentlich niemanden hier interessieren. Und hier fehlt das Geld, das wird immer offensichtlicher. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss. China-Aktien, bestes Investment der Welt. Da hat sich ein Analyst hingestellt und hat gesagt, nach dem Crash ist es super attraktiv. Hier solche chinesischen Tech-Werte zum Beispiel wie Alibaba zu kaufen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Toyota sagt, Elektroautos werden nie den Markt dominieren, sondern maximal einen Anteil von 30% bekommen. Das wäre der nächste Schlag für die Religionsgemeinschaft Tesla. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung nochmal. Anmeldung für das Webinar, welches am Dienstag 19 Uhr stattfindet mit Giovanni Ciccivelli. Daytrader und News Trader. Also drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.